Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fußball-Talk-Runde und wir sind wieder vollzählig, ja, wer hätte das gedacht. Der Fabi hat Spanien verlassen und ja, wahrscheinlich ganz viele schöne News im Paket, während der Bolti noch an seinem Mikro kratzt oder alternativ mit dem Mikro an seinem Rücken oder am verlängerten Rücken, man weiß es nicht. Ja, wir sind wieder vollzählig. Hallo Jungs. Hallo. 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 Genau, und wir haben natürlich richtig interessante Themen hier. Wir haben ja ein paar Tage jetzt ausgesetzt, Puffy war ja auch unterwegs, aber jetzt sind wir wieder hier voll im Saft und ich habe mir sagen lassen vom Bolti hier, der Puffy regelt, der fängt an. Puffy, was hast du? Ja, fangen wir an mit dem spektakulärsten. Morata! Feststehenden Transfer, genau, der Herr Morata ist gewechselt, ist jetzt weg von Real Madrid, ist jetzt der neue Mittelstürmer bei Chelsea, das heißt, die Zeit von Herrn Costa bei Chelsea ist wohl vorbei. Ist gewechselt für 80 Millionen. Ist ja eine ganz schön große Summe. Und wir hatten ja, glaube ich, in einer der ersten Folgen, die wir hatten, die große Frage gestellt, wer wird denn ein 70 Millionen Plus Transfer? Und da hatte man mich noch ausgelacht, wo ich gesagt hatte, Morata wird es werden. Ja, machen wir heute noch. Ich finde, es ist ein Spieler, der eine Menge Potenzial hat, der natürlich in letzter Zeit bei Real nicht so oft gespielt hat. Bei Juventus hat er schon mal bewiesen, was bei ihm möglich ist. Aber 80 Millionen ist natürlich auch ein ganz schöner Brocken an Geld. Ja, also ja. Es war ja, stand ja oft im Raum und als Gerücht irgendwie, dass Morata ja auch beim BVB im Spiel ist, nachdem ich die Summe, ich glaube 88 Millionen Pfund sogar, glaube ich, ne? Also hochgerechnet in Euro sind das natürlich dann... Ja, sogar, da kommen auch noch irgendwelche Bonuszahlungen können kommen und alles Mögliche. Sicher. Also das ist schon unglaublich viel Geld, ja. Als ich da die Summe gehört habe, habe ich gedacht, ist klar. Ja, gut, dass bei Aubameyang dann jetzt auch die Frist quasi mehr oder weniger abgelaufen ist. Jedenfalls, was man so gehört hat. Da diese Summe, diese Transfersumme, ich finde auch, er ist kein schlechter. Ich hätte ihn sogar sehr gerne in Dortmund gesehen. Aber in meinem Kopf schwirrte eine Ablöse so von 40, 45 Millionen rum. Und das wäre, anhand seiner Statistiken der letzten Jahre, du sagst gerade in Juventus, hat er mal gezeigt, finde ich jetzt, hat er auch jetzt nicht unbedingt alles in Grund und Boden gespielt. Aber da hat er wieder Spielzeit bekommen. Ja, ja. Bei Real war es ja so gut wie gar nichts. Ja, gut, hat er auch gespielt, hat auch seine Spielzeit bekommen. Aber bei Juventus musst du auch natürlich, Statistiken sind immer schwer, weil bei Juventus teilst du dir die Statistiken und die Tore und die Vorlagen und die Zeit auch mit vielen anderen hochklassigen Offensivspielern, ne, mit Mandzukic, der dann auf dem Flügel gespielt hat und Dybala und hast du nicht gesehen. Ist immer ganz schwer, dann wirklich einen Stürmer da anständig einzuordnen. Aber für mich ist er diese Summe, wäre er nicht wert gewesen. Also da bin ich schon ganz froh, dass er dann auf die Insel wechselt. Vielleicht aber auch ein bisschen Summe X England-Bonus, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, kein normaler Verein, der jetzt nicht so mit Geld überhaufen wird, würde für einen Morata 80 Millionen zahlen. Das ist schon extrem viel. Also ein Bayern hätte dafür nie im Leben 80 Millionen hingelegt. Ich habe mich direkt gefragt, wieso Real Madrid so viel Kohle für Morata bekommt, so gnädig allerdings beim James-Deal dann doch war. Muss man ja dann einfach auch mal so überlegen, oder? Eigentlich schon. Ja, da war der James-Deal ja wirklich extremst human. Oder es sind da wirklich Summen noch im Hintergrund, die wir gar nicht erfahren haben, aber ja. Es gibt eine andere Variante, es gibt eine ganz einfache Variante, warum man vielleicht beim James die so gnädig war, wie du sagst. Vielleicht gab es einfach keine anderen Interessenten. Ah, das ja, kann ich beinahe nicht hören. Ich weiß es nicht. Also James hat ja sicherlich auch Ansprüche, er wollte halt schön irgendwo spielen, wo er wahrscheinlich um die Champions League mitspielen kann. Hm. Und hat in Spanien schließt sich ein Transfer aus. Vielleicht war PSG an ihm nicht interessiert. In England war man sich nicht sicher, ob er mit seiner Art und Weise so spielen sich durchsetzen kann. Und dann sind die Interessenten schon ein bisschen rar gesät, ne? Okay, dann zählen wir jetzt mal so im Kopf auf, welche Interessenten gab es wohl für Morata zu diesen Summen? Wenn überhaupt United, hat man so mal gehört. Aber die haben sich ja Lukaku geholt. Damit hat sich das ja übrig. Viele gehen halt davon aus, dass durch den Lukaku-Deal, den Chelsea anscheinend, so vermute ich auch, selber eintüten wollte, ja, dass die jetzt halt einen Plan B gesucht haben. Ja, also so wie ich das gelesen hatte, war, es konnte fest davon ausgegangen, Lukaku zu kriegen. Und er war dann irgendwie überrascht, wo dann auf einmal die Pressemitteilung kam, dass der
soll man es ausdrücken, der windige Berater von Herrn Lukaku halt parallel noch mit anderen Teams verhandelt hat und das Man United halt schneller eingetütet hat. Ist es aber vielleicht auch von Lukaku eine Fingergeste Richtung Chelsea? Nach das dem kann Motto, auch sein. Ihr hattet mich mehrfach. Nicht gewollt. Genau. Ja, durchaus möglich, ja. Kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht auch Angst hatte, dass er da wieder scheitert und dann sozusagen dreimal seine Karriere da zerstört hat und dass er das Risiko nicht eingehen wollte. Durchaus möglich. Ja. Hat Lukaku nicht auch diesen tollen, berühmten italienischen Berater? Mino Raiola. Doch, ja. Ich glaube, den hat er auch wieder, ja. Seid ihr euch sicher? Ich glaube, ja. Laut Transfermarkt.de hat er Mino Raiola. Das ist ja dann. Ja. Also, der Mann ist sehr umtriebig. Ja, aber umtriebig ist auch der Vater von einem anderen Spieler, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Den kommen wir noch, ja. Ja, auf den kommen wir noch. Da gibt es ja auch ein ganz heißes Gerücht. Aber wir bleiben jetzt erstmal auf der Insel, denn der Puffy oder der Balti, wenn er sich jetzt gerade so einmischt, vielleicht hat der Balti auch noch was. Auf der Insel? Ja, England. Ist eine Insel. Okay, Puffy, mach du. Ja, auf der Insel gibt's ja Geld im Überfluss, auch von Teams, von denen man es nicht erwartet. Und da hat jetzt West Ham United ein bisschen investiert, also hat sich einen Sturm aus der Bundesliga geholt. Doppelt, ne? Ja, also einen Sturm aus der Bundesliga geholt. Für knapp 20 Millionen haben sie sich, glaube ich, Chicharito geholt. Ich habe 30, habe ich im Kopf, oder? Ich habe 20 noch. Ich habe auch 20 okay. im Kopf. Ja. Und dann hat ich kann nochmal nachgucken. Halt, dann hat er mal halt in der Englischen noch sich einen Spieler geholt, jetzt mit Herrn Arnautovic. Ist das denn fix? Weil ich habe gehört, soll Arnautovic, wohl, aber... Arnautovic-Transfer wäre fix für irgendwie 57 Millionen. Aber schon insgesamt. Aber ins Gesamtpaket, genau, also mit Gehalt. 28 Millionen Ablöse und über 5 Jahre 29 Millionen Gehalt. Genau, also... Ist aber beides noch nicht hundertprozentig bestätigt in den Verein. Okay. Aber beides klingt halt schon, als ob es ziemlich durch wäre, ja. Und aufgrund dessen hat sich Herr Mourinho gleich genötigt gefühlt und gleich zu sagen, West Ham United wäre jetzt angeblich ein Kandidat für die englische Meisterschaft. Okay. Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Zumal, wenn ich mich recht entsinnen kann, der Herr Arnautovic, wo er in Bremen war und davor auch bei seinem Ausbildungsverein war, so glaube ich sogar Inter Mailand, sehr große Formschwankungen immer hatte und auch nicht der einfachste Charakter war. Moment, Arnautovic ging definitiv als Champions-League-Sieger nach Bremen. Das ging ihm ja immer so an. Das hatte er ja auch irgendwo immer so ausgestrahlt. Ne? Hier, seht her, ich bin Champions-League-Sieger. Ne? Ich fand, es war kein einfacher Charakter. Ich fand auch, in Bremen war er okay, aber ich fand ihn jetzt nicht so mega stark. Ich weiß nicht, inwieweit er sich jetzt natürlich in England weiterentwickelt hat. Er war ja dann bei Stoke. War, wenn ich so sehe, ein gestandener Spieler, aber so jetzt der Überkracher war er nicht und ich finde ihn nicht furchteinflößend. Also ich finde auch Chicharito jetzt nicht unbedingt furchteinflößend. Also, ja, nur zu Chicharito, laut mehreren Quellen jetzt zwischen 16 und 18 Millionen sogar nur. Also das ist sehr wenig. Für die Ablösesumme kannst du aber da eigentlich nicht viel falsch. Da würde keiner Nein sagen. Eben, vor allem, weil du ja auch noch den mexikanischen, also den mittelamerikanischen Markt dann direkt mitziehst. Der ist ja durchaus da auch sehr gehypt. Und, Also vom Marktwert kann man Chicharito mitnehmen. Dafür bringt er dann doch nochmal ab und zu wirklich gute Leistung. Ja, also ich denke, da hast du nichts falsch gemacht. Arnautovic, ich hatte damals seinerzeit, als Arnautovic auch bei Bremen nach Bremen gewechselt ist, ich kenne einen, der ist Bremen-Fan und dann haben wir uns ein bisschen gebettelt, ein bisschen gelabert und gesagt irgendwie so, ja, hier, und er meinte, Bremen wird jetzt richtig oben angreifen und ich habe dann gesagt, ja, aber Dortmund war ja damals dann auch sehr in der Entwicklungszeit und dann haben wir so uns den Spaß gemacht, Spieler verglichen. Ja, und am Ende, er hat gesagt, irgendwie, ne, dieses Duell gewinnt dieser Spieler. Ich habe gesagt, ja, zugestimmt oder nicht. Und ne, Fritz hat ja auch noch gespielt und hast nicht gesehen. Und am Ende kam er dann auf ein Ergebnis irgendwie, wo Bremen halt wirklich seiner Meinung nach auf sehr vielen Positionen, ich glaube, 8 oder 9 Positionen seiner Meinung nach besser war. Die Moral von der Geschichte war, glaube ich, dass Dortmund Meister wurde in der Saison. Götze in der Saison richtig explodiert ist. Und Götze und Arnautovic, das ist jetzt nur so ein
Geschichte nebenbei hatten wir halt direkt verglichen und er dann direkt gesagt, Arnautovic. Und ich habe dann gesagt, ja, warte doch erstmal ab, Götze, ne? Gewinner der Fritz-Walter-Medaille und ich glaube schon, dass der was werden kann. Und nee, Arnautovic, Arnautovic. Ja, wir haben uns dann ein paar Jahre später nochmal irgendwie unterhalten und dann meinte er so, kam auf das Thema und dann meinte er so, ach, hör auf. du hast recht gehabt, es hätte 11-0 an Dortmund gehen müssen. Ja. Das war schon gut. Dortmund hat aber auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Ich meine, die wurden da unter Kloppo, das war die Meistersaison dann. Kann sein, okay. Also 2012, ne? Müsste ich gucken jetzt, ja, wenn Arnautovic da gewechselt ist, müsste man halt gucken. 11, ja, 12 also, könnte sein, ja. Ja, also wie gesagt, ich finde es jetzt große Summen, finde ich, dafür, weil, dass ich an Herrn Arnautovic nicht so stark einschätze. Chicharito, okay, wie du sagst, kann man halt mal mitnehmen, ja. wenn man halt was sucht, um seinen Kader weiterzumachen. Ist auch schon 30, Chicharito, ne? Ja, ja, klar. Er ist ja. Der Jüngste. Ja, aber er weiß, wie das Spiel läuft. Und ja, wir wohnen für 18 Millionen in England, das ist ja fast Handgeld. Das ist so. In England ist es so, ja. In England wird ja Geld ausgegeben, viel. Und dieses große Geld ausgeben wollte sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Jürgen Klopp irgendwie einreihen. Ja. Hat ja viele Angebote abgegeben, hat wenig bekommen. Und jetzt hat er man verpflichtet. Oh. Kevin Stewart. Ja, guck. Ja. Ja. Von Hull. Ein 3-Jahres-Vertrag. Nee, andersrum. Nein. Liverpool hat Kevin Stewart abgegeben an Hull. Und von Hull haben sie sich einen Linksverteidiger Andrew Robertson geholt. Ah, super. Ich habe mich verlesen. Aber trotzdem keine Wahnsinnssumme, ne? Nee, 9 Millionen vielleicht. Bei Liverpool gibt es aber durchaus auch eine lustige Geschichte. Und zwar der Spieler, über den wir ja noch reden werden, der vielleicht wechseln wird für eine Megasumme. Dafür bräuchte der abgebende Verein dann auch wieder einen Ersatz. Und da war Coutinho im Gespräch. Ja, 80 Mille habe ich auch gehört. Genau, und Klopp hat wohl bei dem Angebot gesagt, irgendwie so, nee, ist nicht. Und übrigens ist Liverpool auch kein Verkäuferverein. Mhm. Ja, okay. Aber auch kein Käuferverein, glaube ich. Also wir haben ja schon Liverpool sehr oft thematisiert und auch jedes Mal gesagt, irgendwie, sie wollen gerne die richtig dicken Fische. Und bisher war jetzt noch nicht so was richtig Fettes dabei. Der größte Transfer bisher war Salah für 42 Millionen. Ja. Ja, wo wir auch schon sagten, viel Holz für ihn. Ja. Ja. Definitiv. Aber so ein richtig fetter, krasser Name oder so, an wem waren die nicht alle dran? An Mbappé und an Keita und keine Ahnung, aber irgendwie. An Müller. An Müller sollen sie immer noch dran sein, ne? Ja, ja. Aber irgendwie passiert da nicht so wirklich was. Gut, früher oder später. Ne? Wie ist das eigentlich? Wir haben oft über diesen einen Stein geredet. Wenn der ins Fallen kommt, jetzt müssen wir natürlich mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Schon, ne? Also auch inselintern, ne? Die Geschichte mit Lukaku hat dann wieder Platz gemacht für jetzt dann den Deal, für dass Morata geholt wurde. Wird Real Madrid jetzt eigentlich als abgebender Verein noch einen Stürmer verpflichten? Nö, eigentlich ist da jetzt nicht so der Bedarf, oder? Solange Benzema bleibt, glaube ich nicht. Auch nicht. Und wenn überhaupt, dann wird es wahrscheinlich ein Spanier werden, ne? Weil Zidane hat ja wirklich da jetzt gerade den Spanien-Fetisch ausgerufen. Ja, die Fans wollten es ja auch und. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube weniger, dass Zidane da diesen Spanien-Fetisch, wie du so schön sagst, ausgerufen hat, mit den drei Talenten, die sie sich jetzt geholt haben, denn, und plus Vallejo, der zurückgekommen ist von Frankfurt. Ich glaube eher, dass das so eine Aktion vom Präsidenten und der Vereinsführung ist, weil ich schon überlege, das, was sie jetzt, diese jetzt geholt haben, sind das nicht die ganz großen Kaliber, die werden halt wenig Spielzeit nächstes Jahr haben. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt für die Talente hilfreich ist, jetzt bei Real zu sein, weil der Kader bei denen ja eigentlich steht. Ich weiß nicht, ob noch was Großes hinzukommt. Vielleicht kriegt Zidane oder wie auch immer Mbappé und AS Monaco doch noch überredet, dass er kommt. Aber sonst geht ja auch wenig irgendwie Gerüchte durch, was Real, an wen Real jetzt irgendwie interessiert sein solle oder so. Das ist ja relativ ruhig. Da halten sich zurück, ja. Ja, finde ich auch. Weil der Kader steht eigentlich, ne? Also ja, sie müssen ja nicht viel tun. Ja. Weil sie haben halt gute Einnahmen jetzt erzielt, haben auch, denke ich mal, zwei von der Gehaltsliste gekriegt, die sicherlich nicht die Top-Verdiener waren, aber auch gut verdient haben. Ja. Haben zwei junge, extrem talentierte Spieler sich geholt. Genau. Eins, wo sie vielleicht doch zuschlagen könnten, wäre ein Torwart, aber das ist auch Frage, wer wird auf dem Markt?
Ja, einen Torwart wollten sie ja immer haben. Ja, und ja. Da hält sich ja das Gerücht, oder das war ja ganz am Anfang mal, wo man dachte, okay, sie steigen halt bei Donnarumma ein. Dann letztes Jahr waren sie ja kurz davor, glaube ich, De Gea zu verpflichten. Ja. Das ist ja irgendwie dann geklappt, weil, wie war es, das Faxgerät nicht funktionierte und es steht, das Fax kam, das war doch mal ganz gut. Aber das De Gea-Gerücht geht ja immer noch rum, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, das geht in jeder Periode rum. Obwohl ich ehrlich sage, ich glaube, die Krea, ob der jetzt wechseln würde, nach dem, was Manu geholt hat, wie Manu momentan aussieht, vielleicht sagt er sich auch, schlägt Manchester doch nicht, ne? Ja, dann wird er sich das letzte Saison auch schon gesagt haben, als er Pogba geholt wurde und Ibrahimovic geholt wurde und Mkhitaryan geholt und hast du nicht gesehen und, ne? Sollen wir jetzt mal von der Insel weg oder gibt es da noch irgendwie was sehr extrem Erwähnenswertes? Nee, nicht also sehr extrem. Nicht, weil, also so wenn wir dann die schon... Die kleinen Transfers, für englische Verhältnisse kleinen Transfers, irgendwie da mal jemand für 6 Millionen und da mal jemand für 5 Millionen, also diese großen, bei den Top-Clubs nicht, war halt nur, dass Mahrez Angebot hatte angeblich vom AS Rom, aber Leicester gesagt hat, nö, wollen wir nicht, ne, bleibst bei uns. Dass Kloppo halt versucht, verzweifelt irgendwie noch einen Spieler zu kriegen. Sonst ist eigentlich auf der Insel jetzt gerade nichts los gewesen. In der Bundesliga ist ein bisschen was los gewesen. Und ja, dann vielleicht noch ein anbahnender Megatransfer. Gut, also sind wir jetzt endlich in España. So. Ja. Und also sind wir jetzt bei der Verpflichtung von Dani Ceballos zu Real Madrid. Korrekt. Gut, dachte ich mir. Ja. Nein, wir sind natürlich in Barcelona. Barcelona. Und da kursiert jetzt, und das ist wohl schon sehr konkret, also in Spanien ist es ja so, dass du den Spielern fixe Ablösesummen in den Vertrag schreiben musst. Und der Herr Neymar hat anscheinend irgendwie, was weiß ich, hier 222 Millionen oder so ein Shit als fixe Ablöse drin. Und man hört, diverse Medien bestätigen das auch, dass der Transfer zu Paris kurz bevorsteht. Neymar zu Paris. Hättest du mir das vor ein paar Wochen gesagt? Ich hätte es nicht geglaubt. Warum möchte man Barcelona verlassen, Bolti? Schwierig. So wie man so hört, hat das wohl mehrere Gründe. Zum einen fühlt er sich bei Barcelona nicht wirklich gewertschätzt hinter Messi. Es wird so von den Medien dargestellt, dass Herr Neymar sich für besser hält als das, was er bei Barcelona zeigen kann, aufgrund Messi. Und ich denke, er ist von sich so überzeugt, dass er eigentlich der beste Spieler der Welt ist. Und aber das wird halt oder er kann das halt seiner Meinung nach schwierig hinter Messi zeigen, der aus meiner Sicht immer noch deutlich vor Neymar ist. Und vielleicht sieht er sich deshalb genötigt, den Verein zu verlassen. Oder Theorie B, der Papa will wieder abkassieren. So wie man hört, hat PSG schon angeblich das Handgeld überwiesen an dem Herrn Papa. Ja. War doch nicht mehr irgendwas bei dem Wechsel von Santos zu Barcelona? Ja, war auch schon ganz komisch. Ja. Da gab es richtige Ungerichtsverhandlungen, alles, ja. Ja, gefährliche alles. Nummer. Ja, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass mehr oder weniger aus dem Umfeld von Neymar so ein bisschen durchgesickert ist, dass er sich in Barcelona nicht gewertschätzt fühlt, dass er eigentlich der absolute Star sein möchte. Ja. Dass diese Super 3 vorne halt mit Suarez, Neymar und Messi, dass ihm nicht gefällt, dass er da halt nur, dass halt Messi der Super, die Galionsfigur von Barcelona ist und dann er da so ein bisschen untergeht. Und aber das wusste er ja vorher schon, wo er von Santos gewechselt ist. Ja, das wusste er vorher schon. Aber ja gut, jetzt, aber da gab es 40 Millionen Cash für Papa. Ja, und jetzt ist halt... Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch mehr für Papa. Ja. Genau, jetzt hat man ihm halt angeboten oder Paris hat gesagt, ja, komm zu uns, du bist denn bei uns das Gesicht, der Frontmann und zeig, was los definitiv ist und nebenbei verdienst du vielleicht nochmal doppelt oder dreifacher von dem, was du bei Barcelona verdienst. Oh, ja. Davon kann man ausgehen. Und der Wechsel, wenn er stattfinden würde, wäre unglaublich von den Summen, die dort fließen. Ich frage mich, das hat ja auch schon, wer war das, wer hat das geschrieben? War das einer aus Barcelona oder war es sogar Eberl, der gesagt hat, er fragt sich, wie das mit dem Financial Fair Play funktionieren kann, weil wenn du 222 Millionen ausgibst
selbst wenn du Paris bist, so Paris hat ja noch, hat ja auch noch andere Spieler geholt. Also die haben jetzt, wenn das hinhauen sollte, so irgendwie knapp 300 Millionen ausgegeben. Sie haben keine nennenswerten Einnahmen ja, erzielt durch aber Spielerverkäufe. Paris so, wird, soweit ich weiß, wird PSG doch jährlich da durchgewunken, oder? Ja, aber das ist denn zu auffällig. Ach, also, wenn du da aber, aber was ich mir vorstellen könnte, dass. Verratti also wird noch wechseln. Ja, Verratti ist eine große Summe. Wechseln wird vielleicht auch im 100er Bereich und dann. Naja, dass mehr oder weniger gegeneinander verrechnet wird. Ja. Ja, kann möglich sein. Oder mach es doch wie die Bayern. Mach doch eine Leihe mit Kaufoptionen. Oder? Kannst du auch dann verbindliche Kaufoptionen noch machen. Oder wie die Chinesen es auch gerne machen. Ne? Also es gibt mittlerweile ja so viele Modelle. Oder was bei Gotti beliebt ist, ein Ratenzahl. Ja. Ja, warum nicht? Ja. Und da gibt es genug Möglichkeiten. Also, ganz ehrlich, es gibt so viele Möglichkeiten, das FFP zu umgehen. Das ist lächerlich. Im Am Notfall, Ende wird sowieso ein Auge zugedrückt. Ja, im Notfall kauft da irgendein, kauft da der Scheich vom PSG. Ist das eigentlich ein Scheich oder ein Verbund? Ist ja egal. Ich glaube, das ist Königsfamilie. Auch eine, ja. Dann kauft ihr halt irgendwie so einen relativ namenlosen Zweitliga-, Drittliga-Verein aus Frankreich, ja? Und dann kauft ihr halt Spieler XY, der bei PSG keine Rolle spielt, kauft er für 400 Millionen ein. Fertig. Mission erfüllt. Who cares? Ja. Ja, kann durchaus möglich sein. Also, so easy da alles zu umgehen und deshalb macht wenig Spaß, oder? Also, wir wussten, also dass die Summen extrem sein werden, ja. Aber das ist aber mehr, als ich erwartet habe, wenn das passiert. Das ist wirklich also, eine Grenze. Das steht zu. Ja, genau. Aber wenn Summen wie 25 Millionen fließen, frage ich, wie lange wartet der große Knall auf sie, weil wenn das dann normal wird, was sind da für Summen im Spiel, ne? Ja, der große Knall passiert ja, also nicht bei den Vereinen, sondern der große Knall passiert ja bei denen, die versuchen da mitzuziehen und aber gar nicht das Geld dafür haben. Bei denen passiert ja der große Knall. Nicht bei den Scheiß, da passiert das nicht. Ja, aber so Vereine wie Real Madrid, Barcelona, die ja eh schon riesig verschuldet sind. Da passiert es aber nicht, weil der Staat die Hand drüber hält. Genau. Da hält der Staat die Hand drüber. Genau. Dann wird wieder irgendein Trainingsgelände irgendwie außerhalb von Madrid für 200 Millionen verkauft und dann hast du erstmal wieder 200 Millionen in der Kasse, weil der Staat dir es abgekauft hat. Ist das? Kaufst du es für einen symbolischen Euro und drauf trainiert oder so von Real. Ja. Kaufst du es für einen symbolischen Euro dann wieder zurück und schon schwubbidi-wubbidi. Also das ist mir wirklich zu viel. Ich finde es pervers, wenn das stimmen sollte. Und die Summe ist fernab wie jeder Realität, also. Ja. Ja. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Solche Summen, auch wie sie jetzt schon geflossen sind, 80, 90, 100 Millionen. Aber davon bin ich aber ausgegangen. Ja, klar, musstest du auch ausgehen, aber auch die Summen sind viel zu hoch für einen Spieler. Aber wenn es der Markt das halt hergibt, dann wird es halt bezahlt. Aber 220 Millionen ist ja nochmal fast das Doppelte von der höchsten Ablösesumme, die. Sogar mehr als das Doppelte, die bezahlt wurde für Pogba. Ich glaube sogar, dass man in Barcelona überrascht ist. Wie Gordi sagte, in Spanien werden ja immer diese Ablösesummen sind ja verpflichtend, dort reinzuschreiben. Ja. Und ich glaube, die haben nie gedacht, dass da jemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, zahle ich. Zumindest nicht in den nächsten Jahren. Ja. Ich glaube einfach, dass die gerade überrascht sind in Barcelona, weil das ist so ein bisschen auch die Pressestimmen, die so von den Zeitungen, die Barcelona nahestehen, dass die gerade total überfordert sind, die haben sich eigentlich sicher gefühlt, damit sie ihre drei vorne behalten können. Ja. Und jetzt auf einmal kommt jemand in die Ecke und sagt, ja, 220 Millionen, ja, zahle ich, ist doch kein Thema. Ne? Ja. Und dass die jetzt so ein bisschen gerade am Schwimmen sind. Ne? Das Gerücht mit Coutinho, dass er als Ersatz für jemanden vorne geplant sein könnte, gibt es ja schon ein bisschen länger. Ne? Aber ich glaube nicht, dass Barcelona gedacht hat, okay, dass wir jetzt wirklich den vielleicht wirklich holen müssen. Ne? Weil uns jemand abspringt von den Planen davon. Aber Coutinho kriegen sie ja nicht. Liverpool ist kein Verkaufverein. Ja, da bin ich. Das schauen wir mal, ne? Aber wo wir gerade beim Thema sind, nehmen wir mal an, das Neymar-Ding geht durch. Ja? Nehmen wir mal an, die Summe ist die genannte. Dann hat Barca ja ein bisschen Kohle. So, und das werden die natürlich dann definitiv reinvestieren müssen, vor allem für einen Flügelspieler. Ja. Wen haben wir denn da so? Mbappé und Dembélé. Aha. Ja, klar. Sind die beiden Kandidaten. Das sind die beiden Kandidaten. Wird so gemunkelt, ne? Ja, es sei denn, Coutinho ist zu kriegen, aber Liverpool hat gesagt nicht. Also sind es nur die beiden, die in das Beuteschema passen. Sonst gibt es nicht so viel. Ja, mit den Summen kann man ja, wenn Coutinho zu haben ist, dann holt man sich einen Coutinho und einen Wäre möglich. Ja,
Also angeblich hat Barca schon mal für Coutinho 80 Millionen angeboten. Was Liverpool abgelehnt hat, also. Ja, haben wir ja gerade drüber geredet. Warst ja da. Das stimmt. Und da müssen sie, also Liverpool wird wahrscheinlich so ab 100 wahrscheinlich zustimmen. Und ja, also Geldprobleme aber werden sie dann definitiv nicht haben, wenn das wirklich durchgeht. Ja, aber dann, selbst wenn sie 100 bieten und Liverpool sagt, machen wir, dann haben sie immer noch über 100 Millionen an Einnahmen übrig. Ja, also vielleicht holen sie sich auch beide, Mbappé und Dembélé. Aber man muss ja realistisch, wenn man sich Barcelona den Kader anguckt, klar, wenn jetzt Neymar ihn wegbricht, dann müssen sie einen Außenspieler holen. Dann werden sie sich einen holen. Der direkt funktioniert. Der vielleicht gleich direkt funktioniert so. Aber Dybala ist ja auch als Gerücht spielt. Aber sie haben ja, aber Barcelona hat ja eigentlich viel dringendere Probleme. Oder ja, eigentlich schon. Wo sie Spieler verpflichten müssen. Also die werden jetzt, darum sage ich, zwei Flügelspieler werden sie nicht holen, sondern werden einen holen, wenn ihnen jemand Neymar wegbrechen. Vielleicht holen sie halt sich auch tatsächlich zwei und gucken halt, welcher besser passt. Ja. Teilen die Last bei jungen Spielern, ne? Genau. Teilen die auf zwei Rollen auf. Genau. Also Variante, die vorhin schon angedacht wurde, vielleicht holt man sich einen Flügelspieler und im Zentrum braucht man auch jemanden. Man hat ja das Geld dann vom PSG, vielleicht kriegt man bei Verratti dann zu. Und dann hat man halt einen fürs Zentrum und eins für den Flügel geholt. Würde ja reichen. Für 100 Millionen jeweils. Ist auf jeden Fall, wenn das mit Neymar so hinhaut, ein ganz großer Stein, der da ins Rollen kommt. Ja, definitiv. Und dann wird man gucken müssen, wen Barca holt und was die dann wieder mit dem Geld machen. Also dann so viel Geld im Teufelskreis. Ja, definitiv. Da dann auch so ein Kreislauf. Ne? Das Geld wird immer weitergegeben. Ja, das wäre schon, das ist ein Ruf. Ja. Ich glaube, da sind wir alle gespannt, ob das tatsächlich passieren wird. Ja, ich glaube schon. Das klingt war so konkret da jetzt. Ja, es klingt alles ziemlich fix, ja. Wird der Markt spannend, wenn der Wechsel durch ist. Zumal halt, wie ich schon andeutete, die Presse, die halt Barcelona nahesteht, also katalanische Presse, die richtig panisch geschrieben haben. Also nicht irgendwie wurde mehr. Wir werden ja oftmals so Nebelkerzen gesetzt, aber die waren richtig panisch, was die geschrieben hatten, so, dass sie komplett überrascht sein und dann hast du nicht gesehen, dann glaube ich gab es sogar, wenn ich richtig gesehen hatte, News-Ticker, der glaube ich im katalanischen Fernsehen lief, neueste Entwicklung zum Thema Neymar und so, also die sind komplett überfordert gewesen, die waren komplett überrascht, also das bestätigt eigentlich für mich so vom Gefühl, dass da wirklich was richtig Großes dran ist, ne? Ja. Da bin ich echt sehr gespannt, ja. Und dann haben wir ja schon drüber geredet, wer dann noch so auf dem Wunschzettel von Barca wiederum steht. Und wie Fabi gerade schon sagte, dann ist schon wieder die Frage, wenn die dann ihren Wunschzettel umsetzen und die Spieler verpflichtet bekommen, was machen dann diese Vereine, die dann wieder Geld kassieren, wieder mit dem Geld? Ne? Also ich glaube, es geht langsam aber sicher so richtig los. Ne? Wenn dann Dybala auch noch im Raum steht, Griezmann war ja auch jetzt nochmal, wobei ich glaube halt wirklich nicht, dass er Atletico jetzt verlässt. Wenn aber Barcelona kommt und sagt, hör mal, Griezmann, entweder du wechselst jetzt, hier und heute, oder das Ding ist vom Tisch. Weil Barca ist jetzt nun auch kein schnelllebiges Ding, die dann sagen, irgendwie, wir holen uns jetzt dann einfach hier irgendwas für den linken Flügel. Nur die wollen dann wahrscheinlich schon auch, denke ich mal, einen haben, der A, schon halbwegs funktioniert. Und noch Jahre hat, ne? Und Icardi ist auch noch auf dem Markt. Ja, aber Icardi auf dem Flügel wird hart. Komplett. Ja, nee, aber dann eher auf die nächsten Vereine, wo das Geld dann wieder landet. Ja, aber ein Typ, der für Barcelona halt gar nicht passt. Also Barcelona, weil sie Suarez haben, Suarez ist lange gebunden, Suarez ist der Zentrumstyp bei ihnen, der Zentrumsspieler dahinter oder da außenrum haben halt Neymar und Messi gespielt. Sie brauchen also einen spielenden Typ. Dybala kann es sein, mit ein bisschen Abstrichen. Die klassischen Leute, hattet ihr ja erwähnt, sind halt die beiden, Mlappe und Dembele. Ja. Was ist mit Alexis Sanchez? Nee. Du glaube nicht. Außerdem war er da schon mal. War schon in Barcelona und das ist ja nicht gut gegangen. Sind ja in Unfrieden auseinandergegangen. Aber würde funktionieren und der Name spielt jetzt erstaunlicherweise sehr selten nur noch im Raum rum. Ja, wahrscheinlich, weil Sanchez jetzt über seine Berater wie auch immer gesagt, okay, ich bleibe halt in London. Weiß ich nicht mehr. Warum sagt das nicht? Hat er nochmal ein bisschen Gehalt gekriegt? Hat er mit Asien geredet? Asien hat gesagt, ja, du bist mein großer Star und du bleibst und so. Hat ein bisschen gebauchpinselt und jetzt bleibt das. Zumal vielleicht auch die Angebote von anderen Vereinen jetzt nicht mehr so da waren wie ursprünglich. Gut, aber du siehst ja, der Markt entwickelt sich weiter und auf einmal besteht wieder Bedarf irgendwo. Ich bin gespannt. Ich glaube, Alexis Sanchez ist noch nicht komplett vom Tisch. Ja.
Der chinesische Markt ist komplett vom Tisch, denn der hat Transferschluss gehabt. Ja, ja. Zumindest genau. Erstmal jetzt. Ich habe gerade... Im Winter fängt, glaube ich, wieder an, glaube ich, ne, bei denen. Ja, brandaktuell gelesen, berichtet die Bild-Zeitung, kann man halten, was man von will, dass angeblich der erste Wintertransfer China schon ist. Ich hab wieder nichts verstanden, da war wieder irgendwie gerade also, feststeht, denke ja. ich, aber das letzte Wort. Ja, genau. Ja, ich komm, meinte, hau raus. Dass, ja, du die Bild berichtet, so dass im Winter, dass die Bild ja, im Winter immer von 70 Millionen kein Wort. Was wechselt denn 70 Millionen? Ja. 20 Millionen Jahresgehalt sind die Bild. Wer denn? Die Bild Aubameyang immer noch. Immer noch Aubameyang, ja, guck. Immer noch Aubameyang. Ja. Im Winter. Ja. Sehr schön. Klar, Dortmund wird den im Winter abgeben, weil ist ja auch logisch. Ne? Kriegt man ja auch gleich nochmal einen Spieler irgendwo her. Genau, dann holst du dir einfach, ja, vielleicht doch Sandro Wagner oder so. Also Wintertransfers sind immer so eine Sache und Bild-Zeitung ist noch eine ganz andere Sache. Ah. Wie viele Spieler bei Dortmund schon in den letzten Jahren fix unterschrieben haben, die die Bild-Zeitung enthüllt haben? Alle. Ja. Alle. Das waren so unfassbar viele Spieler. Wahnsinn. Am Ende hatten sie nur mit Götze recht. Dass er aber weggeht, ja, ja, klar. Ja, Aubameyang haben wir. Modest ist ja so, ne, ich war bei China. Modest ist ja dann jetzt wirklich nach China gewechselt. Aber so die Mega-Hammer-Hui, China gibt Milliarden, ne, war jetzt aber das, auch nicht, das, oder? Das war's nicht. Also ich hab irgendwie mal eine Statistik gesehen, dass es letztes Jahr in der Winterpause wesentlich mehr Geld von China nach Europa geflossen ist, als jetzt in der angeblich großen Transferphase. Bedingt dadurch, dass halt diese spezielle Klausel halt in China jetzt irgendwie eingeführt wurde, mit wenn über 6 Millionen Transferaufwand für ausländischen Spieler, das dann in die Jugend gezahlt werden müsse. Darum haben viele chinesische Vereine anscheinend Abstand davon genommen, sich jetzt erstmal welche große Stars zu verpflichten für große Summen. Und weil man halt hofft, dass vielleicht wenn die Attraktivität der Liga nicht so da ist oder wenn, keine Ahnung, dass dann relativ zügig dieser Passus in dem Vertragswerk aufgelöst wird und man halt nicht mehr diese Strafzahlung machen muss. Also so habe ich es gesehen. Ich denke, früher oder später wird das passieren. Weil ich habe ja schon gesagt, irgendwann mal, China ist einfach bedacht darauf, in der Welt Geltung zu finden. Und die werden sich früher oder später, wollen die dann, dass das die stärkste Liga der Welt ist und alles guckt nach China. Also da bin ich mir ziemlich sicher, früher oder später wird da frei für alle. Und dann geht es da vielleicht auch wirklich los, ja. Wobei ich weiß nicht, ob die so schnell dann wirklich an die Spieler kommen, die halt noch in der Blüte ihrer Karriere stehen. Ja, du musst ja auch überlegen, ob Geld da wirklich alles ist. Du willst Champions League spielen. Gut, vielleicht sagt irgendwann mal jemand, hey, eigentlich können wir doch China auch Champions League tauglich hier mit aufnehmen. Ne? Wenn sie schon Regionalliga spielen dürfen, ja, warum nicht? Ja, eben, der erste Schritt ist getan. Ist ja nur eine Eingliederung. Ne? Ja, wir nennen es dann Fairplay-Integration. Hat das auch einen schönen Namen. Ne? Wer könnte dafür gerade stehen? Irgendwie Pelé oder so. Irgendwen buddelt man da schon aus. Oder man nennt die Boateng oder so. Also der Kevin Prinz, der ist da ja. Und Champions League wird dann um ein paar Teams erhöht, damit die auch Platz haben und keiner drunter leidet. Selbstverständlich. Ja, traurig. Aber darf man gespannt sein. China ist durch. Wo wollt ihr noch hin? Ja, ich wollte nur noch mal eins sagen. Wir hatten ja letztens, hatte ich ja erwähnt, dass es da Knatsch geben solle bei Juventus mit dem Herrn Bonucci. Und es gab Knatsch und der spielt jetzt beim AC Mailand. Ja, das ist so. Und da habt ihr mir nicht geglaubt. Was? Wir haben ja alle geglaubt. Stimmt, weil du gesagt hast, er geht zu City. Da war es mit dir schon wieder. Bist du jetzt wieder permanent? Ich hab dir doch gesagt, wir haben dauernd saufen. Nee, ich kann mich nie erinnern, dass hier keiner geglaubt hat. Wir haben lediglich gesagt, dass wir überrascht sind. Dass das, Ich hab tatsächlich gesagt, er wird nicht wechseln. Zumindest nicht zu City. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er zu Mailand geht, aber. Gab wohl Knatsch zwischen Allegri, ihm und Alves. Also baut der momentan was auf und wenn er nur Geld fließt. Wichtig war wohl auch, dass die Frau von ihm gesagt hat, sie möchte in Italien bleiben. Ne? Und wegen seinem kranken Sohn. Ja, und dann ist Shitty wahrscheinlich schwer zu verkaufen. Ja. Was sie wechseln in das Land. Ja. Also, und das soll wohl im Champions-League-Finale gekracht haben in der Halbzeitpause.
Da soll es wohl richtig gekracht haben. Ja. Soll auch schon war das im Viertelfinale, wo sie gegen Barcelona gespielt hatten, da hat er das eine Spiel nicht gespielt. Da hat ihn ja liegend draußen gelassen. Da soll es auch schon geknatscht haben. Sollen halt beide Dickköpfe sein und nicht sollen sich nicht riechen können, so wurde es geschrieben, mehr oder weniger. Und dann hat man sich getrennt. Also AC Mailand hat mit viel Geld aufgerüstet, hat sich viele bekannte Leute geholt. Ob es jetzt wirklich die großen Verstärkungen sind, weiß ich nicht. Also Bonucci ist auf jeden Fall. Bonucci auf jeden Ja, Fall. Bonucci, ja, aber jetzt, okay, jetzt hat man von Wolfsburg ja Rodriguez, man hat ja Çalhanoğlu. Conti Silva. Ja, Silva, okay, aber halt auch ein Junger, ne? Biglia von Lazio haben sich, glaube ich, noch geholt. Das ist ein Gestandener natürlich, der Argentinier. Also das, was ich im Testspiel gegen Dortmund gesehen habe, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. War nicht Ja, angsteinflößend, muss ne? man Habe ich jetzt nicht auch. fairerweise auch sagen, dass die neuen Spieler erstmal auch installiert werden müssen, aber. Es ist ja beim BVB auch nicht anders, ne? Dass da eine neue Taktik auch Eben. angesagt ist. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ui, der AC, mit dem kannst du in 2 Jahren aber wieder rechnen. Ne? Da muss man mal gucken, die Entwicklung. Also eher auf lange Sicht, wenn sie dann Renato Sanchez tatsächlich holen, müsste man schon, aber die werden ein bisschen brauchen, um erstmal reinzukommen. So viele neue. Ja, mit Sanchez ist ja den Gerücht gibt ja fast jedem, der jetzt so ein bisschen ambitioniert ist, nicht die ganz Großen, die halt angeblich ihn immer nur leihen wollen, so, ne? Also da ist ja auch von Bayern auch noch gar nicht gesagt worden, ob man ihn jetzt wirklich verleihen möchte oder nicht. Und mal schauen. Ich habe ihn gesehen im Testspiel, nicht im Testspiel, wie heißt der blöde Cup, den sie letzten Sonnabend hatten? Telekom Tab. Ja, er wirkte schon komisch, also irgendwie, als wenn er wollte, aber irgendwie nicht Fußballspielen verlernt hatte. So ein bisschen wirkte das für mich. Wer da aber eine Visitenkarte abgeliefert hat, war der Herr Müller. Ja. Da haben wir schon drüber geredet, ne? Dass Müller unter Umständen da so einen Unzufriedenheitsfaktor in die Mannschaft bringen könnte. Und ja, durch seinen hervorragenden Arbeitsnachweis wird wahrscheinlich sein Anspruch nicht geringer werden. Also da darf man weiterhin gespannt sein. Denn wenn wir gerade in der Serie A waren, wir hatten ja schon mal den Transfer von dem Herrn Schick nach zu Juventus als Ja, perfekt gemeldet. geplatzt, Der ja. ist ja geplatzt jetzt. Dadurch hat Juventus jetzt sich Bernardeschi geholt, ne? Ach, okay. Ja, warum nicht, ne? Ja, ne, also der ist irgendwie geplatzt. Ich glaube aus medizinischen Gründen. Angeblich wegen Medizincheck, ja. Angeblich, weil die Ärzte festgestellt haben, dass er wohl einen Herzfehler hat. Das wäre böse. Habe ich, also so, ich habe nur aus medizinischen Gründen gelesen, jetzt ist halt Bernardeschi geholt worden. Für Juve jetzt nicht die schlechteste Wahl, finde ich. Also Italiener kann man sich mal holen in der Liga. Der Lichtsteiner Nachfolger wird jetzt ja wahrscheinlich auch schon gut mit der Schilio. Mal schauen, was der bringen wird. Ja, Lichtsteiner ist halt auch schon in die Jahre gekommen. Der 33, ja. Chilio ist aber auch nicht mehr der Jüngste, der ist auch schon 27, 24? 28, ne? 24. Geht 24, ich noch. dachte, er wäre schon älter gewesen. Vierundzwanzig. Dann verwechsel ich mit ihm jemanden. Ja, mal schauen, was da in der Serie A weiter so abläuft. Es ist keine Liga, wo ich jetzt heiß Ja, da drauf ist. bin, also. Nee, sie ist halt unspannend, Ist finde ich. halt. Sprach der Bayern-Sympathisant. Ja. Nein, ich sag, sie ist unspannend irgendwie. Viele Spiele, wenn ich habe, früher habe ich ja oft italienische Liga geguckt gehabt und das war halt immer so. Das ist halt viel taktische Rumgeschiebe. Ja. Bei den meisten Teams. Die einzigen, die halt Teams, die dann halt damals offensiver mal gespielt hatten, aber halt durch die Prägung ausländischer Spieler, war halt Juventus, damals von Mailand noch groß war. Ja, Oder auch. Neapel hat jetzt auch Ja, mir mal aber gefallen. wodurch? Aber wodurch? Nur durch die Mach. ausländischen Spieler. Maradona. Ja, Das ist schon ein Maradona ist ja bisschen wirklich sehr weit noch länger. zurück. Aber ich meine durch Mertens sind so offensiv. Ne? Also letztendlich durch Hamsik, also alles ausländische Spieler. Die italienischen Spieler selbst sind sehr taktisch diszipliniert, alles kein Thema. Aber nach vorne nur wenn's sein muss. Am liebsten hinten rumschieben. Und das, man guckt sich nicht, guckt, muss es, man kann sich nicht gerne angucken, muss ich sagen. Bei Wer die guckt sich meisten. schon, wer guckt es sich schon gerne an, wenn hinten rumgeschoben wird? Ja, außer man fährt auf Malle. Nun gut. So, okay, pass auf. Wenn noch jemand irgendwie jetzt irgendwas Interessantes hat, hier, Ja, Fabi, was aus der Gala? Ach, Buffy, du hast schon genug gehabt. Fabi aus der Gala was? Nee. Kein Society Trash?
Mir würde jetzt keiner einfallen. Ja, Balti, hast du was Schönes? Nö, auch nicht. Ja, dann Puffy. Ja, ja, Bundesliga. Mannschaft, die wir erstaunlich oft behandeln. Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Stimmt, sogar echt gar nicht mal schlecht. Das meine ich. Ja. Oczipka ist ja jetzt gegangen, ist ja jetzt bei Schalke. Sie haben sich verstärkt. Jetzt haben sie sich Williams geholt. Retro Williams. Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Oczipka. Und für eine akzeptable Summe. Definitiv. Ich habe da irgendwas gelesen zwischen 6 und 8 Millionen. Das ist ja wirklich günstig. Ja. Finde ich erstaunlich. Hat mich auch überrascht, wo ich es gelesen habe, muss ich ehrlich sagen. Köln hat sich auch verstärkt und das ist auch ein Spieler, der mir sehr gefällt. Ja, auch für wenig Geld. Haben sich einen Spanier geholt, Innenverteidigung. Jorge oder Schorsch oder Joche, was weiß ich, mehrere. Für 7 Millionen. Auch günstig. Also Abwehrjuwel. Ja. Und Köln hat sich auch noch von Porto Talent geholt. Kieros. Von Porto. Okay. Der soll wohl auch ein richtig großes Talent sein in Portugal. Hat er zumindest den Ruf und. Ja, gut. Ja. Bei so Rufen bin ich immer vorsichtig. Ja, klar. Wir hatten den zweiten Figo, wir haben im Team sogar irgendwie den zweiten Messi und. Ja. Muss nicht viel heißen, aber. BVB nicht alle schon an. Ja, das ist so. Kommende Superstars sich geholt hat. Und Emre Mor als neuer Messi, muss man auch erstmal gucken. Ja, hat er mal neuer Messi gesagt oder türkischer Messi? Ja, der nächste Messi oder der zweite Messi 2 oder was weiß denn ich. Ja. Genauso wie Isak ja als neuer Ibrahimovic angepriesen wurde. Und also ich wollte zum Thema Williams nochmal. Also Williams. Ich finde die Williams, genau. Ja. Richtig günstig bekommen, hat natürlich auch seine Gründe. Hat letztes Jahr bei PSV, war verletzungsbedingt nicht so viele Spiele gemacht, irgendwie hat sich nicht so weiterentwickelt wie in den Jahren davor und darum war der halt zu haben und muss ich sagen, da hat man unter Umständen in Frankfurt richtig Auge bewiesen. Ja, also, wenn der wieder in alter Form kommt und die Entwicklung hält, die man von ihm kennt, dann haben sie einen richtigen Cup und den werden sie später richtig teuer verkaufen können. Dann ist auch ein richtiges Upgrade zu Oczipka. Verkaufen müssen wahrscheinlich. Definitiv. Ja, wenn er verletzungsfrei durchkommt, sich so entwickelt, wie man es erwarten kann und auch in dem Tempo, dann ist es natürlich sofort wieder ein Verkaufskandidat nach ein, zwei Saisons und zwar für richtig Schotte, ne? Aber wenn er nur halbwegs so gut spielt wie 2015, dann wird er ganz schnell wieder weg sein, ja. Ich wollte gerade sagen, aber da ist Frankfurt, glaube ich, nicht ganz traurig, wenn sie ihn jetzt für 7 Millionen holen und ihn dann vielleicht für 20, 25 verkaufen. Genau. Da sagen sie, danke arm und verkaufen ihn. Naja, gut. Ja. Manchmal, weiß ich nicht, wenn er sich da wirklich anständig anstellt, sagst du nicht danke arm. Also, ja, ich glaube, Frankfurt bei der Summe. Ja, für einen richtigen Preis. Ja, das ist ja fast deren Jahresbudget. Ich meine, gerade Außenverteidiger haben wir auch schon oft gesprochen. Na ja, klar. Da gibt es jetzt auch nicht so viele, die man jetzt so hoch auf dem Zettel hat. So, okay, dann soll es das auch gewesen sein. Außer der Puffy hat jetzt noch irgendwas. Ich halte mich zurück, ich sage jetzt nichts weiter. Ich hebe mir mein Wissen fürs nächste Mal auf. Genau, du musst ja auch dein Pulver nicht komplett verschießen. Denk dran, morgen Abend, also wir nehmen jetzt gerade einen Freitag auf, morgen Abend ist ja auch schon wieder Football Manager Stream hier in der großen Runde und da willst du ja vielleicht auch nochmal das eine oder andere einstreuen. Da wird es ja vielleicht auch mal interessant sein. Ja, ich finde den Football Stream immer interessant, weil ich ja, wie ich schon das häufigsten erwähnt habe, amtierender Meister bin und es bin auf einem guten Weg, meinen Titel zu verteidigen. Ja. Und ich bin gespannt, wo ich landen werde. Total schwer mit Manchester City. Ja. So. Hallo, hör doch mal auf, ey. Ja, wie was denn? Der große Pep Guardiola hat es nicht geschafft und ich wage die These, dass es auch diese Saison nicht schafft, mit Man City Meister zu werden. Ja, dann sag das mal dem Football Manager. Du hast nun mal sehr viele fertige Spieler mit City und. Und 250 Millionen Budget bekommen. Ja, das ist auch noch, ja. Aber gut, das war nach der Saison. Ja. United sehe ich, er hat auch sehr viel Potenzial, aber auch noch nicht so die extrem fertigen Spieler und also alles andere als eine Meisterschaft für City hätte mich persönlich sehr gewundert. Welche fertigen Spieler meinst du denn? Ja. Ich habe Aguero ist okay, gebe ich zu. Aguero ist okay, De Bruyne, so. Dann habe ich aber auch sehr, sehr viel Junges und gerade in der Verteidigung habe ich jetzt ja mehr oder weniger
viele alte gediente. Ja, aber die wissen ja, wie man den. Wir müssen nicht darüber reden, dass du mit City in der Konstellation auf lange Sicht Probleme bekommst und dass du ja irgendwann mal den Generationswechsel vollziehen musst. Das ist eine andere Frage. Aber du hast halt Spieler, ne, die in ihr Alter gekommen sind, aber die definitiv die Erfahrung auch schon mitbringen. Und ja, andere Vereine haben da halt sehr junge Spieler. Manchester United, ja, die sind immer junge Burschen, die sich noch entwickeln können. Aber du hattest halt schon die erfahrenen, fertigen Spieler. Und das hat man ja dann auch gesehen. Ja, weniger Formschwankungen als viele andere. Gut, nicht jeder kann jetzt den Wand an den Verein fahren. Umgekehrt, den Verein an die Wand fahren, wie unser Fabi das tut, regelmäßig. Also mit City, wer hätte dich dann stoppen sollen? Liverpool hat auch noch nicht so die Masse an fertigen Spielern. Ne? Die haben auch Potenzial. Tottenham hat auch Potenzial. Und auch eine homogene Truppe, ja, aber wer hätte dich denn stoppen sollen? Hat Liverpool überhaupt einen fertigen Spieler? Ja, Coutinho ist jetzt nicht so schön. Ja, Coutinho ist vielleicht der Einzige, aber der... Can ist jetzt auch nicht so schön. Ja, Henderson ist 24. Hast du abgesägt, ja, er ist 24, okay. Also Leute, ist egal, komm, da reden wir dann morgen auch nochmal drüber. Intensiv, morgen im Football-Stream wird nochmal drüber geredet. Also ich bin der Meinung, das konnte eigentlich nur in der Meisterschaft für ja. Puffy enden. Vor allem, weil Vereine wie Arsenal und Chelsea scheiße geführt wurden. Wir müssen vielleicht nochmal für alle erwähnen, wir befinden uns bei dem Spielstand, wo wir morgen starten, am 1.1. Also es ist gerade mal die Hälfte der Saison vorbei. Also der zweiten Saison, ja. Der zweiten, aber vielleicht passiert dann nochmal was. Also. Ja, du hast ja ein bisschen geschwächelt in den letzten Wochen. Hä? Ich habe geschwächelt? Hast du die Tabelle mal angeguckt? Ich habe im letzten Stream. Puffy, ich wiederhole nur das, was du gesagt hast. Jetzt merkst du mal gerade, was für ein Unsinn du manchmal da redest. So, jetzt, ich rede Unsinn. Jetzt. Ich habe mich geärgert über die Niederlage gegen Sid. Ja, ja. Also, ich kann nur die Streams nennen, zwei verschiedene. Die letzten beiden Streams, wo du immer dann am Ende gesagt hast, ja, lief jetzt nicht so geradeaus, jetzt irgendwie Probleme, muss ich mal gucken und so. Ja, und jetzt auf einmal, was? Hast du mal die Tabelle angeguckt? Liegt doch nur daran, dass die anderen noch mehr schwächeln als du. So ist das. So, jetzt reicht's. Alles klar, Freunde. Das war's. Alles wir sind klar. Im Limit und haben wieder ein bisschen was abgehandelt. Ja. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Folge erst am Samstag erscheinen, also wundert euch nicht. Und ich bedanke mich natürlich mal wieder hier an die Runde. Auch gerne. An Puffy. Sehr gerne. Und ja, wer Bock hat, morgen Abend, falls ich bis dahin die, ja, ich sollte morgen heute. Mittag eigentlich die, heute Abend dann, genau, der Livestream ab ungefähr 20 Uhr hier auf GottiLP, auf YouTube, Twitch und das andere Ding, was nicht mehr Hitbox heißt. Genau, würden wir uns freuen, wenn ihr da auch seid. Natürlich dürft ihr da auch dann in den Chat schreiben, Bezug nehmt auf diese Folge oder eine der letzten Transfer-Talk-Folgen oder Fußball-Talk-Folgen. Haben wir nichts dagegen. Ansonsten Kommentare auch hier unter dieses Video. Ne? Was haltet ihr von der Neymar-Geschichte oder alles, was wir so angesprochen haben? Oder habt ihr Anregungen, was wir mal besprechen können? Nein, Bielefeld nicht. alles andere. Also wir lesen da sehr, sehr gerne Kommentare. Auch wenn über Puffy gelästert wird. Geht ihr auch. Könnt ruhig schreiben, Puffy ist ein Arsch. Das sind meistens dann wir, okay. Die Kommentare. Das mache ich. So, alles klar. Danke, Jungs. Sag alles schön gerne. Tschüss. Bitte. Jo, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.